Als das Eis brach, da war sie Anfang 20. Mit Liedern, die immer auch ein Stück Barbara Thalheim zeigen, war sie unterwegs im ganzen DDR-Land. Was mich ergreift, ist das Land uns anvertraut, von den Alten mit schwerer Hand. Ende der 70er gehörte sie zu den Liedermachern, die ihre Zweifel an der Politik der DDR öffentlich machten. Auftrittsverbote und Parteiausschluss folgten. Angst vor dem Endgültigen, da war ich ein halbes Kind und habe ausprobiert, ob das Eis schon schmilzt, wenn's gerade friert. Ich wollte das überhaupt nicht werden, wenn mir jemand, als ich 17 war, gesagt hätte, dass ich mal auf der Bühne sitze und Lieder singe, der hätte gedacht, das gibt's nicht, weil ich auch sehr gehemmt war und mich immer pausenlos geschämt habe für mich und für andere. Und so. Wisst ihr, wie wir Pläne machten, uns ein großes Haus zu mieten, um uns stets nah zu sein? Wie wir uns ganz auftun wollten und wie uns der Wind verstreut hat, oder war es gar nicht der Wind? Ich habe damals immer gedacht, Reibung erzeugt Wärme. Je mehr ich mich gerieben habe an diesem Staat, desto größer war mein Begehren, von ihm akzeptiert und in ihm zu werden und in ihm leben zu können. Das ist eine komische Situation. Wer wandern will, hat sie entdeckt, die Lust etwas zu suchen. Wer wandern will, kommt einmal an, darf nur nicht müde bleiben. So habe ich sie kennengelernt mit dem Streichquartett. Ich bin dann 10 Jahre später auch mit dem Streichquartett unterwegs gewesen. Das war sicher der Einfluss von der Barbara. Und ob sie dann mit diesen fantastischen Musikern gearbeitet hat, es war immer der Versuch, eine eigenständige Musik zu machen und nicht einfach übernommene, poppige Strukturen in ihre Lieder einzufügen. Du hast ganz wunderbare Musiker. Also das muss ich mal sagen. Ganz wunderbare Musiker. Aber Rolf Huchroth wollte wissen, wie deine Platte heißt. Einwand. Du hast zu mir gesagt, du bist in dieser Redaktion bekannt als jemand, der keine politischen Fragen stellt. Du wärst zu dumm dazu. Und wir werden jetzt ganz persönlich. Rolf Huchroth will deine Platte kaufen. Was sagt er, wenn ich ihn mit schenke? Nimmt er das an von einem Ostbürger? Nimmt er das an? Ja. Ja? Es ist ja so, dass man Lieder eigentlich nicht singt, weil man Menschen damit beglücken will, sondern weil man sich die Welt erklären will. Ich bin zum Sehen geboren. Und nicht, dass mir einer sagt, was er sieht. Ich hab selber Ohren und sing mein eigenes Lied. Sehen Sie zur Person Barbara Thalheim. Wovor haben Sie die größte Angst? Dass die Dinge, die jetzt rüberschwappen, dieser Anschluss, die Macht des schnellen Geldes, die Macht der Geschwindigkeit, überall hinzukönnen, wo man will, die Leute ablenkt vom eigenen Tun und dass man glaubt, wenn man in einer Stadt wie Görlitz oder Anklam oder Greifswald lebt, dass andere Leute diese Stadt jetzt in Ordnung bringen und dass man das Seine nicht dazu zu tun hätte. Ob ich über den Alex gehe oder lieg am Strand, ob ich auf Empfängen stehe, Sektglas in der Hand, hinter großen Spiegelscheiben, abgeschirmt vom Leben, holt mich ein die Utopie, wo ist sie geblieben? Ich atme die Welt ein und als Lied wieder aus. Also ich habe vermittelt bekommen, es ist das Bessere der beiden Deutschländer. Du kannst stolz sein, hier geboren worden zu sein, hier aufzuwachsen. Irgendwann, weißt du, werden wir mal Kommunismus haben und da wird es gar kein Geld mehr geben. Da kannst du in die Läden gehen und da kannst du sagen, ich möchte das. Und das kriegst du dann und das kannst du dann mitnehmen und so werden alle Menschen leben. Und jeder wird nur das haben, was er braucht und was er nicht braucht, gibt er an andere weiter. Und dafür kämpfen, leben und rackern sich ab deine Eltern. Von untergegangenen Staaten redet man ja noch nach Jahrhunderten. Aber wer redet nach Jahrhunderten noch von erfolgreichen Reichen? Liebes Deutschland, dein Rezept hast du selbst gefunden.
Jetzt hab ich es auch entdeckt. Geld heilt alle Wunden. Das ganze Geld hat gar nicht in den Safe gepasst, oben in meiner Suite. Ich bin aufgestanden, ich war nervös, ich konnte gar nicht schlafen. Ich hab's wieder angepackt, ich hab's wieder gezählt, aufeinander, Kopf auf Kopf. Es ist schon ein berauschendes Gefühl. Ja. Frau Thalheim, Sie sind fasziniert, sehe ich. Nee, ist denn im Gegenteil. Die Lust am Geld etwas Unmoralisches? Also ich bewundere Sie, ich stehe hier wirklich wie vor einem Plastikmenschen. Ich gucke Sie an und denke, ist es eine Krankheit dieser Gesellschaft oder spinnt der jetzt? Ist der Schauspieler oder ist es wahr? Also es gibt wirklich, Sie vergleichen Sex, die Geilheit auf Sex mit der Geilheit auf Geld. Ja, nicht direkt, aber analog schon, glaube ich schon. Ja. Nicht unbedingt dann dasselbe. Dann haben Sie noch nie richtigen Sex erlebt. Ja. Frau Thalheim, was meinen Sie? Darf ich da antworten darauf? Oder vielleicht haben Sie noch nie richtig in Geld gewühlt. Das ist die Koinzidenz davon. Nein, sie ist, glaube ich, nicht weitläufig mit Dagobert Duck verwandt. Wie haben denn die Herren aus dem ZK, aus der SED, reagiert? Dass mein Draht nicht so direkt, ich weiß es nicht. Ich kann für mich gerade stehen, ich bin erwachsen, ich kann beurteilen, auch wenn ich alles falsch mache, dass ich diesen Satz jetzt von der Bühne herab sagen will oder einen anderen. Und wenn dann jemand zu mir kommt und mich schilt, dann ist das sein Problem. Jeden Montag kommen Sie wieder von einer fantastischen Reise. Sie waren in Not. Sie erzählen Ihre Abenteuer den Neidern, die vom Lande sich nähren, wie redlich immer. Sie waren im Innern der Drogenszene und haben einem Dealer in die fiese Fresse geschrien, ihre Verachtung. Nur noch die Augen schließen konnten sie dem Opfer. Das Maul gestopft haben sie demagogischen Politikern, den Fluchtweg freigekämpft, halb verhungerten Freiheitskämpfern. Sie haben gut hineingepasst in einen Traum aus Stahl und schusssicherem Glas. Aber die schöne Nutte mit dem geilen Arsch haben sie abblitzen lassen. Das ist mir noch nie passiert, Süßer. Bist du schwul? Sie haben nur gelacht. Aber am heißesten, am allerheißesten war es in der Talkshow von Lea Ross. Denn so eine DDR-Stimme hat man da noch nie gehört. Und das verblendete Publikum wollte sie weinen sehen. Sie haben überlebt. Die Abenteurer des Fernsehsessels. Sie waren dabei. Die Helden unserer Zeit. Sie warten auf Montag, da werden Sie bewundert. Während Sie erzählen, erleben Sie Ihre Kämpfe deutlicher als im Moment der Action. Das Geschaffene hat neben allen positiven Aspekten, die man aber nun nicht bitteschön 40 Jahre wiederholen muss, hat auch negative Seiten. Und diese negativen Seiten müssen benannt werden. Und wenn es nicht die Kunst macht, wer macht es dann? Wir haben für alles eine Vorschrift gehabt. Gebote, Gesetze, Regeln und Normen. Und denen sind wir nahe getrabt. Es führte alles zu der Form. Zu streben, wie der Durchschnitt zu sein und wie der Durchschnitt auszusehen. Zu meinen, was der Durchschnitt meint und wie der Durchschnitt Ostermontag 1992 in Ostberlin. Im renommierten Maxim Gorki Theater stellt die Liedermacherin Barbara Thalheim ihr neues Programm vor. Die Thalheim, in Ostdeutschland populär, 6 LPs, 2 CDs, wird auch im Westen von Kennern der Kleinkunst geschätzt. Aber dieses Gastspiel war für alle Beteiligten etwas Neues. Es spielte sich erstmals auf dem freien Markt ab und beschrieb offen die eigene Lage. Man geht bei dem, was man da macht, auf der Bühne immer von der eigenen Befindlichkeit aus. Und ich habe das Gefühl, dass ich noch die nächsten 10, 15 Jahre abzuarbeiten habe.